Interview und Analyse zum fünften Rennen. Fünfter Tagesbewerb mit einer möglichen Bank in der Super 76. Sagen wir mal, ihr wagt sich schon jetzt schon in höhere Gewinnklassen auch mit ihm. Er nimmt doch teilweise wie in der Vorwoche Geld auf. Aber denk von einem Pferd wie Idefix, der in Überform momentan läuft und der Erich ist noch dazu spät freigekommen, war wirklich wieder ein sehr, sehr starkes Laufen. Sollte schon wieder ein Sieg werden können. Ja, das hoffe ich schon, aber wenn er nicht gewinnt, bin ich auch nicht enttäuscht. Er wird auch heute wieder ohne Eisen laufen, wenn es die Bahn zulässt. Und dann sehen wir. Aber er kann durchaus gewinnen, glaube ich, das Rennen. Waren es vielleicht die nicht vorhandenen Eisen, dass er das letzte Mal nicht ganz so gut begonnen hat? Oder denkst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Er ist auch in der Arbeit ganz komisch. Also manchmal hast du volle Hände in der Arbeit und manchmal glaubst du, du kannst nicht 30 fahren. Also er ist ganz verschieden. Also mir ist eigentlich lieber, er ist ruhiger. Das heißt, er hat einfach einen schwachen Moment gehabt zu dem Zeitpunkt in der Startphase. Ja, aber ich bin jetzt nicht beleidigt, deswegen. Das gleicht er mit seinem Können aus. Ja, aber er muss natürlich jetzt in ein bisschen bessere Garnitur laufen, aber das ist ja unsere Absicht. Falls wir uns ins Ausland wagen, muss man natürlich ein bisschen härter annehmen. Wäre meine nächste Frage gewesen, die somit beantwortet ist. Fünfte Rennen, Magic Paradies. Es wird natürlich nicht einfach werden, einen Alpo Sabel zu schlagen, aber zuletzt zu Hauner SSR, die doch in höherer Garnitur läuft, war sehr stark. Ich habe es was anderes ausprobiert. Letzte Woche war er nicht Starter, weil... Ja, war nicht ganz in Ordnung. Also ich habe mir am Freitag wieder gejoggt und da war nicht hundertprozentig. Also jetzt habe ich ihn streichen lassen und am Montag gleich wieder in der Früh gearbeitet. Also war sehr gut wieder. Und ja, ich glaube, dass der Weg auf 2-1 sicher besser sein wird auf 1600 Meter. Und ich glaube, dass ich Imposable nicht schlagen kann, aber zweiter, dritter, glaube ich, bin ich auf jeden Fall. Plus, wo der mit Start Nummer 1 fängt sehr schnell an. Kommt immer darauf an, ob der die Führung hergibt oder nicht gegen Kubitz, aber ich glaube, dass Nummer 4 nicht zum Verlieren ist. Gibt es noch zwei andere Pferde in dem Rennen? Karachabiti kommt aus einer Pause, war sehr schwaches Laufen, da sage ich einmal im Baden. War da was nicht in Ordnung? Da war nichts in Ordnung, seitdem hat sie eine Pause, hat ein bisschen was mit der Luft gehabt. Das hat natürlich sehr lange gedauert und bekommt aber heute trotzdem nur ein sehr ruhiges Rennen. Bollinger Mail. Ihr habt natürlich heute viele Pferde genannt, damit auch das Programm ein wenig ansehnlicher aussieht. Bollinger Mehl mit Sascha, kein einfacher Patron, kein einfaches Rennen, aber dennoch Platzgeld zumindest möglich. Ja, ich glaube, dass er muss mal glatt weglaufen und er soll ein ruhiges Rennen bekommen. Und wenn er natürlich Reserven hat, nur der Sascha, kann er ruhig fahren in Einlauf. Also wir haben eigentlich heute Magic Buddies, Bollinger Mehl und Karachabin ein Rennen, also das ist normal nicht unser Stil, aber wir haben irgendwie geschaut, dass der Renntag zusammenkommt heute. Fünfte Rennen, dann mit Peter Schwarzl-Müller schon gesprochen, war wieder eine sehr starke Leistung. Dass er jetzt nicht so begonnen hat, führt eher nicht auf die Eisen zurück, sondern nicht vorhandenen. Siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, der Peter hat mir gesagt, er hat mein Training etwas umgestellt. Er ist weit ruhiger. Zumindest im letzten Start war es so und ich mit Hansi Breining gesprochen, der war wie er gewonnen hat, war auch überhaupt nicht heftig. Und eben das letzte Mal auch und da hat er nicht so begonnen, wie ich es mir erwartet hätte. Aber die Leistung war eigentlich wieder phänomenal von ihm. Über den brauchen wir sich nicht beschweren. Er gilt als mögliche Bank und denkst du, er ist jetzt doch in einer höheren Gewinngarnitur? Ist das ein Problem? Siehst du da irgendeinen Gegner, wenn er seinen guten Tag hat, der dich schlagen kann? Also ehrlich gesagt, wenn er seinen normalen Tag hat, kann den keiner schlagen. Fünfte Rennen des Tages dann mit zwei Startern. Einer, der zuletzt zweimal hier in Ebrechtsdorf gewonnen hat, Zanetti Venus. Heute wird es schwieriger. Ja, heute sind wir in ein offenes Rennen gegangen oder haben wir müssen. Das TGS ist ausgefallen und er hat jetzt schon ein bisschen durch die zwei Siege mehr TGS zusammengebracht. Und er ist nach wie vor gut drauf, aber heute ist schon schwieriger. Ja.
Erwartungshaltung so zwischen den Rängen 3 und 5? Ja, würde ich so sagen, ja. Selbiges bei der Blue Solitaire, da glaubst du, ist da mehr drinnen? Ja, ich hoffe, dass mehr drin ist. Also die Nummer ist gut. Ich hoffe, sie patzt nicht, wie sie jetzt ab und zu gemacht hat. Wir haben uns ein bisschen was umgestellt, hat einen Zugzahn bekommen jetzt. Und ja, sollte schon, dass alles gut geht, 2-3 sein. Geht aber doch gegen gewinnreichere Gegner. Seid da in ein höheres Rennen reingegangen, weil es kein passendes gegeben hat? Oder wolltet ihr das auch einmal ausprobieren? Nein, wir wollen, dass sie regelmäßig startet. Und ja, hat kein anderes gegeben und muss man halt mit dem zufrieden sein, was man hat. Zum Gewinnen wird es aber schwer werden. Ja, ich denke schon, weil Impassabel ist tolles Pferd und ja, der Ein- und Magic Paradies ist noch drin, nicht zu vergessen. Ich glaube, es ist ja Bourbon gestrichen, oder? Und ja, na, zum Gewinnen wird es schwierig.